Naja, also, es ist so. Der Krebs zerstört gesundes Gewebe. Du musst dir vorstellen, er frisst den Körper buchstäblich von innen auf. Das klingt brutal, oder? Aber nicht alle Formen sind zwangsläufig tödlich. Magenkrebs zum Beispiel führt meist unweigerlich zum Tod. Lungenkrebs und Bauchspeicheldrüsenkrebs sind auch sehr tödlich. Der Krebs verfolgt die Evolution schon seit jeher, weißt du. Der Mensch will das natürlich nicht wahrhaben. Und wenn die Krankheit dann da ist, dann reißt es einem den Boden unter den Füßen weg. Aber im Endeffekt ist Krebs was sehr Natürliches. Die Ursachen sind auch ganz unterschiedlich. Ungesundes Leben. Virusinfektionen. Aber die häufigste und erschreckendste Ursache ist die Genetik. Grausam. Stell dir vor, der Tod ist in dir, bevor du überhaupt gelebt hast. Wie kann man da als Arzt überhaupt noch an Gott glauben? Das widerspricht sich für mich irgendwie nicht. Ja, aber weißt du, genau das ist es. Die meisten meinen, Wissenschaft und Glaube widersprechen sich. Aber ich könnte gar kein Arzt sein ohne meinen Glauben. Wenn du so zweifelst, wieso trägst du dann diesen Rosenkranz? Meine Mutter hat mir den geschenkt. Ja gut, aber wieso trägst du ihn? Ich hol dich dann am Montag wieder ab. Wo ist denn deine Tasche? Na, hier. Nein, ich meine die große, die ich dir gegeben habe, bevor du abgefahren bist. Ich hab ihm die Wo ist die genommen. Denn? Ist dir egal. Ist dir egal. Ja, aber wieso nimmst du nicht die große? Wie sollen denn da alle Sachen reinpassen? Den Wintermantel, den brauchst du. Der Winter wird extrem kalt. So halt. Ich hab ihm die hier genommen. Ist doch egal. Wieso nimmst du nicht die große? Wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Hör jetzt auf. Komm her. Was ist los? Nichts. Mama, antworte mir. Was soll sein? Hast du es etwa wieder? Nein, oder? Er ist nicht wieder da. Man hat dir doch gesagt, es sei besiegt.
Ich werde mein Studium abbrechen. Das darfst du nicht. Aber dann kann ich wieder bei dir sein. Nein. Bleib bei mir, hast du mir damals gesagt. Das war egoistisch. Und was soll das Bild? Ich will zu mir zurück. Es geht mir gut. Und ich bekomme ganz viel Kraft von dem da oben. Bitte verschon mich. Ich will ja daran glauben. Aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, wie ich es erreichen soll. Wen suchst du denn? Ich suche den Arzt, den meine Mutter behandelt hat. Warte doch! Wo ist er denn? Ich muss ihn sprechen, bitte. Er operiert gerade. Es ist wirklich wichtig, bitte. Er muss zu meiner Mutter nach Hause. Sie braucht wirklich dringend Hilfe. Sie will aber nicht herkommen. Bitte. Mach dir keine Sorgen. Es wird dir gut gehen. Ich verstehe deinen unerschütterlichen Glauben nicht. Du wirst sterben. Fällt es dir durch etwa leichter? Wo wirst du sein, Mama, wenn du gehst? Ich verstehe deinen unerschütterlichen Glauben nicht. Wieso gehst du? Ich kann es nicht anders, wie ich dich finde. Wohin gehst du, Mama? Du verschmutzt und verletzt deine Hände für diese Pflanzen. Du tust der Erde weh. Gräbst tiefe Wunden in sie hinein, damit was Neues aus ihr entstehen kann. Geh!
Bitte, bitte.